Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part mit Vegalta. Ja, wir setzen direkt an am letzten Part mit Shimizu, wo wir eine 0 zu 2 Niederlage einstecken mussten, die zweite Pflichtspielniederlage hintereinander. Und das hat natürlich jetzt mittlerweile zur Folge, dass die Kaderatmosphäre sehr gelitten hat. Und ja, das wiederum führt dazu, dass die Spieler mit mir reden wollen. So, da gehen wir direkt mal ins Gespräch mit der Mannschaft. Sagen erstmal ruhig, es gibt ein wenig Gemurre, was ist los? Und sie bemängeln die schlechte Atmosphäre. Das sage ich jetzt mal bestimmt, ja, es muss was getan werden. Das freut die Spieler. Dann sage ich jetzt leidenschaftlich, ja, das war sehr produktiv. Und vor allem Watari hat hier eine sehr, sehr gute Moralentwicklung. Das habe ich vielleicht in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Schauen, dass wir das jetzt hinkriegen. Ich habe jetzt beschlossen, auf ein 4-4-1-1-System zu gehen. Also dieses System, da haben wir einfach die Spieler momentan nicht für, um das zu realisieren. Gut. Also gesetzt ist an sich Matari vorne, Komas, Motegi sowieso. Hier auf links haben wir Furuhashi, der, ja, will noch mal überlegen. Ob ich ihn als inversen Flügelspieler oder als Flügelspieler einsetze. Weil er eigentlich. Naja, Flair. Er hat einen recht guten Antritt. Aber ich denke, als inverser Flügelspieler ist er einfach besser. Aber eben als unterstützend. So. Schauen wir uns mal kurz die Abwehrreihe an. Im Tor muss jetzt erstmal Hiramoto aushelfen, weil unser toller Keeper hier auf Länderspielreise ist. Das ist jetzt auch so ein Punkt. Ich habe jetzt also aktuell keinen anderen Keeper mehr. Da müssen wir in der Transferphase in jedem Fall nachlegen. Da werde ich dann noch mal einen Part machen, um zwei, drei Spieler noch an Land zu ziehen, beziehungsweise auch noch welche loszuwerden, weil momentan die Kaderzusammenstellung nicht so wirklich passt. Gut. So, Tactical Briefing gebe ich dir das mal ab. Und werde jetzt einfach noch mal grundsolide mit der Taktik anfangen. Also ich habe jetzt immer noch nicht herausfinden können, warum ich jetzt nur 6 Spiele im Nabisco Cup habe, obwohl laut Gruppe haben wir ja 8 Mannschaften, wären also 7 Spiele. In den Regeln steht auch 7 Spiele. Kann ich also jetzt nicht so richtig ersehen, was da nicht passt. Aber gut. So, eine Reihe an Fitnesstests sind wohl alle einsetzbar. So, also Okoyama ist seit 5 Spielen ungeschlagen. Sie spielen zu Hause, darf man nicht unterschätzen. Wir werden jetzt erstmal die Aufstellung schnell anschauen. Also Hiramoto wird im Tor stehen, 17-Jähriger. Hat allerdings eine deutlich bessere Strafraumkontrolle und auch Reflex als unsere Nummer 1. Gut. Auf
rechts. Wird Fujitani spielen, allerdings nicht als Angreifer, sondern unterstützend. Ist halt, hat seinen, halt, den machen wir als Angreifen. Er hat halt seine Stärken in der Offensive. Werden aber Kochiyama. Genau, Kochiyama mitnehmen. So, in der Innenverteidigung führt eben kein Weg an Itakura Niraoka vorbei. So. Und hier auf links. Ja, da haben wir so die Wahl zwischen Pest und Cholera. Da bräuchte man also tatsächlich auch noch mal irgendwie einen Außenverteidiger. Der ist jetzt hier in dem Fall mit Okoyama probieren. Okay, also die Abwehr steht. Hier im Zentrum müssen wir natürlich noch auf Tomita verzichten. Da wird Chihashi spielen. Und Natsuda. Chihashi, der ist eher für den defensiveren Part zuständig. Also einfach das klassische zentrale Verteidiger und er als ja, zentraler Mittelfeldspieler einfach. Natürlich jetzt nicht unbedingt so seine Rolle. Vielleicht als Box-to-Box könnte ich mir den ganz gut vorstellen. Probieren wir das vielleicht mal. Er hat dann vorne auch mit auftaucht, während Chihashi dann eher verteidigt. So. Schauen wir mal, ob wir überhaupt noch mitnehmen können hier. Kachiyama können wir noch mitnehmen. Ryo Germain ist halt so ein Spieler. Puh. Mit dem kann ich halt nicht so recht was anfangen. Der Abschluss ist so schwach. Also technisch ist er einfach nicht gut genug. Auch mental bringt er nicht so wirklich viele Sachen mit. Das heißt, der darf dann irgendwann mal den Verein verlassen. Nishimura. Einer, der immer Einsatzfreude zeigt. Genau wie Raphaelsson im Grunde genommen. Sasaki, dem fehlt die Spielpraxis. Okay. Gut. Ja, hohes Verletzungsrisiko. Einige sind noch nicht voll fit. Ah, ist echt, ich krieg kein System hier rein. Also Motegi mit Fujitani. Komas mit Watari. Chihashi Natsuda. Die haben halt alle erst gespielt.
Ich glaube, ich muss das Sake probieren lassen hier. Aber Tackling Wert 3 ist natürlich. Auch nicht so die Welt. Stellungsspiel ist nicht so doll, Mode ist nicht so doll. Antizipation, nee, den kann ich momentan nicht gebrauchen in unserer Situation. Kachiyama ist technisch. Ja, ich weiß eigentlich bis heute nicht, warum ich jetzt den geholt habe. Auch nicht zu gebrauchen. Gut, also im Wesentlichen müssen es die Spieler irgendwie schon richten. Gehen wir jetzt eigentlich als Underdog? Ja, gehen als Underdog in dieses Spiel. Ich überlege noch kurz, was jetzt die bessere Alternative wäre. Also Verteidigen oder Kontermentalität. Aber ich werde erstmal verteidigen gehen, denke ich. Dynamik. Mach erstmal alles so weit raus. Weiter aufrücken machen wir auch nicht. Kreativer spielen. Position halten, diszipliniert. Variable flanken. So. Das ist eigentlich erstmal die Grundordnung. Und überlege, ob wir noch irgendwas ändern können momentan. Eigentlich jetzt erstmal nicht. Tomita fehlt natürlich. Ach, Kokino kann ich noch mitnehmen. Ich muss unbedingt noch zwei, drei Spieler loswerden. Also solche Irio Jermaine und auch Ishihara sind einfach nicht mehr in der Verfassung, uns zu helfen. Und ich brauche einfach noch ein, zwei Spieler, die uns dann wirklich weiterhelfen. Gut. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal zum Spiel. Also zwei relativ klassische Systeme, die jetzt hier aufeinandertreffen. Dann sage ich es mal ganz ruhig. Erwarte eine wesentlich bessere Leistung. Gut. Gegnerische Anweisung. Jetzt schauen wir hier nochmal. Die haben natürlich eine richtig, richtig, richtig gute Fitness und Spielpraxis. Das fehlt mir natürlich. Also das wird immens schwer, das Spiel hier, weil ich hier unentschieden.
Die jungen Eck sollten wir decken. Die jungen Je. Den geben wir mal ins Pressing. Okay. So. Also, Zeit. Dass wir was unternehmen gegen unsere schlechte Form. Und das Spiel Nummer 1. Hier ist Keegan, der einen guten Laufweg macht. Zum Glück keinen Elfmeter. Aber Freistoß aus gefährlicher Position, der aber offenbar nichts einbringt. Also wir spielen auch wieder auswärts. Sowieso immer ein bisschen schwieriger. Ein gutes Tackling jetzt nur TV. Thomas, nur zu da. Ja, es hat ein bisschen zu lang gedauert. Und jetzt auf den Konter ein bisschen aufpassen hier. Und kriegen auch noch den Nachschuss recht. Okay, wir generieren momentan noch kaum Ballbesitz. Vielleicht doch den Komas ein bisschen weiter hinterziehen. Die Verbindung ein bisschen besser zu machen zwischen Mittelfeld und Angriff. Fujitani hat auf jeden Fall seine Probleme da auf rechts. Hier kommt viel über diese Seite hier. Deswegen werden wir den erstmal auf Verteidigen setzen. Noch sonst erstmal defensiver einstellen hier, die Seite. Kommen immer noch nicht zu Ballbesitz. Wir müssen mal schauen. Spielaufbau mit kurzen Pässen. Kurze Pässe. Ball halten. Wir den erstmal wirklich in den eigenen Reihen hin und her spielen zumindest. Das gelingt nicht wirklich, in Ballbesitz zu kommen. Also
gelang immer wieder hier. Die 7. Oh ja, Mann. Dazu das mal als nicht als Box to Box. War noch nicht ein Torschuss abgeliefert. Und da ist auch das 1:0. Richtig schlecht verteidigt. Die Krise zieht seine Kreise. Die zieht ihre Kreise natürlich. Ich weiß nicht, was da wieder passiert ist. Es ist ähnlich wie bei Aufstart. Super Start in die Saison und dann fällt das alles so nach und nach in sich zusammen. Ohne Worte. Das macht es nicht unbedingt einfacher für die nächsten Spiele. Wenn es so weitergeht, wird es das dritte Spiel ohne eigenes Tor. Was eigentlich mal unsere Stärke war. Muss man natürlich ein wenig in die Offensive gehen. Bleibt uns anders übrig. Ah, dann lassen wir, glaube ich, mal lieber hinten. Müssen jetzt Druck machen. Und ich denke, das werden wir jetzt auch. Aber irgendwo haben wir unsere komplette Form verloren. Sieht, wie schnell dann. Schöner Treffer. Oha. Nein, ein Eigentor war es sogar. Ja, vielleicht geht jetzt auch noch was jetzt.
Unsere Stärken liegen halt eindeutig in der Offensive. Und jetzt kommt nach vorne drücken. Also wir führen 1-0 ohne einen Torschuss, den mein Eigentor war. So, Jungs. Auf geht's. Müssen wir wieder ein Eigentor. Ja, es war ja kein eigenes Tor, aber. Zumindest steht die Null nicht mehr auf unserer Seite. Vielleicht war die Taktik doch zu defensiv gewählt, ich weiß es nicht. Wenn die Stärken schon in der Offensive liegen, sich dann hinten einzuegeln, ist wahrscheinlich nicht das Schlauste. Also mal geduldig zu spielen. Unser 17-Jähriger gut aufgepasst. Da ist natürlich jetzt die Gefahr, dass jederzeit das dritte Tor passieren verfallen kann. Vatari. Ach, da war mehr drin. Ah, da fehlt dann eben halt so die letzte Kaltschnäuzigkeit darauf vom Tor. Es könnte die dritte Niederlage in Folge werden. Schauen, ob wir nochmal wechseln können. Wer könnte jetzt da noch? Versuch's mit Raphael zum Netz da vorne. Stoßstürmer. So. Also so wirklich tun will sich da nichts mehr. Hm.
Und somit steht wahrscheinlich die dritte Richtspielniederlage am Stück. Und damit haben wir wirklich jetzt eine handfest ausgewachsene Krise. Es sei denn, jemand trifft hier doch nochmal. Aber nicht so. Gut. Auch dieses Spiel geht verloren. Wenngleich wir hier als Underdog gegolten haben und wir auswärts gespielt haben. Und wir sind immer noch in den Playoff-Rängen. Aber mit lediglich 6 Siegen aus 15 Spielen. Und auch die Siege seht ihr schon alle 2-1, 2-1, immer mit Gegentor. Ist alles andere als souverän erfolgt. Nur zu dann natürlich noch verletzt. Gut, dann beschließen wir diesen Part mit der dritten Pflichtspielniederlage in Folge. Und ja, bin wirklich etwas ratlos, weil von der Qualität her müssten wir diese Liga dominieren, tun sie es aber nicht. Wie gesagt, seit diesem 2-2, was ja noch okay war, hier, wo wir 2-0 geführt haben, dann noch das 2-2 kassieren, ist der Wurm drin. Und man ist dann schneller in dieser Krise, als man denkt. Hier war eigentlich wieder alles in Ordnung und jetzt diese 3 Niederlagen am Stück lassen das Ganze wieder sehr dunkel erscheinen. Nun gut, ich werde jetzt ein bisschen offline versuchen, das Ganze wieder in den Griff zu bekommen und werde mich dann wieder melden. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage ciao, ciao.